willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe vor einer Weile dieses Ozeanbild gemacht und das Weiße sieht für mich da irgendwie mehr aus wie Wolken statt wie Wellen. Und da habe ich mir gedacht, warum machen wir nicht einfach mal ein Sonnenuntergangsbild in derselben Technik. Und das habe ich hier gemacht. Ich fange jetzt an, meinen Untergrund zu grundieren. Ich habe dafür Acrylfarben genommen und male mir, das ist jetzt hier der Horizont mehr oder weniger. Und ich male mir einfach meinen Sonnenuntergang erstmal mit Acrylfarbe auf. Da der Horizont ja immer eine sehr scharfe Linie ist, male ich mir also hier erstmal eine Markierung auf, wo mein Horizont sein soll. Und dann habe ich hier meine Reliefpaste und zeichne also den Horizont nach. Ich nehme deswegen Reliefpaste, weil ich einfach nicht möchte, dass, wenn ich da blaues Harz auf diesen Horizont gieße, eben diese blauen Teile, dass mir blaues Harz in den Sonnenuntergang läuft. Also das ist damit einfach verhindert. Und hier seht ihr, ich habe mir ein bisschen Harz angerührt mit ein bisschen Maita-Puder in Blau und das trage ich jetzt einfach auf und zwar nur genau bis zu dieser Kante, wo die Reliefpaste liegt. Natürlich war die Reliefpaste vorher dann schon getrocknet. Ich habe jetzt den Horizont fest werden lassen und jetzt fange ich an mit meinem eigentlichen Bild. Ich trage jetzt erstmal die Farbe für die Sonne auf und ich lasse euch das einfach schneller laufen, weil das hat etwas gedauert.
So, am Schluss habe ich gedacht, ich mache noch ein paar goldene Akzente in das Harz, wie ihr hier seht. Und jo, das ist eigentlich die erste Lage. Und so sieht das Bild aus bis jetzt. Ich finde es eigentlich ganz gut geworden. So, und so sieht es eben mit den Wolken aus. Ich habe mir jetzt für den Vordergrund eine Palme da drauf gemalt. Ich habe wasserlösliche Stifte genommen, also welche, die man wieder löschen kann, besser gesagt, wieder wegwischen kann, damit ich einfach, wenn ich mich vermalt habe, das korrigieren kann. Ich werde das Ganze jetzt mit schwarzer Acrylfarbe ausmalen und dann fehlt nur noch die letzte Schicht klares Harz. Es tut mir leid, dass das so gelb ist. Ich hatte in meinem letzten Video schon erwähnt, dass ich mein Dachfenster mit gelbem Papier einfach beklebt habe, weil die Sonne so stark in mein Zimmer reingescheint hat, dass ich einfach gar nicht mehr filmen konnte. Das wird sich irgendwann noch ändern. Ich muss erst nur finden, was ich ansonsten nehmen kann, außer dieses gelbe Papier, damit ich dann schlussendlich auch noch etwas sehe. Ich habe jetzt hier noch mal probiert, mit meinem Stift, den man wegwischen kann, ein paar Vögel dazu zu malen, um zu schauen, wie das aussieht. Aber letztendlich hat mir das nicht gefallen und ich habe einfach ein Wattestäbchen genommen, habe Isopropanol Null drauf und habe das wieder weggewischt. Nehmt bloß kein Wasser, wenn das Harz noch nicht so alt ist, sonst macht ihr euch Schlieren rein. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon habt. Lasst mir einen Kommentar da, das wäre ganz toll. Ich möchte immer gerne wissen, was ihr denkt von den Dingen, die ich mache. Ja, es würde mich sehr, sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Als letztes habe ich einfach noch einen Topcoat gemacht auf dieses Bild, damit mir die Acrylfarbe einfach versiegelt wird. Und dann bleibt nur noch euch ein paar Bilder davon zu zeigen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!